So, hallo, Grüße. Hallo. Grüße aus dem Urlaub. Alles ein bisschen improvisiert mit so einem Mini-Licht. Genau, aus Croatia, aus Pula. So, alles ein bisschen improvisiert hier in der Küche. Und das Thema heute lautet mehr Schein als Sein. Ja, worauf willst du das beziehen? Jetzt zum Beispiel in der Location, wo wir waren. Nein. In Rovinj. Wo wir was trinken waren, so auf einem ganz legeren Instagram-Spot, auf einem TikTok-Spot, wo dann die Leute sich einen Scheiß Champagner, Chardonnay sage ich, Champagner, Mouet et Chandon reindonnern. Mouet? Das heißt Mouet. Mouet et Chandon, weil dieses E, E-T in der Mitte. Ich dachte, das heißt Mouet. Mouet. Das ET in der Mitte. Das müssen wir erstmal googeln. Glaub's mir, Mouet et Chandon. Weil dieses ET macht dieses T im Mouet. Mouet. Der Mouet, ja, wo sich das da so. Auf jeden Fall nur für den Schein donnern die sich also da so ein Champagner rein. Ich muss erst mal sagen, du fangst doch Mitte im Dings an. Also es gibt hier in Istrien, also ja, generell oftmals, ich würde sagen, Istrien ist so das High Society Kroatien, soll man es so nennen, also zumindest die, die meisten Leute kommen nach Istrien zum Urlaub machen, aber es stimmt auch nicht, in Dalmatien sind auch viele. Ja, weil die so schöne Trüffel hier oben haben und auch ja. Das Trüffelöl. Und also es ist wirklich voll mit Touristen, das ist schon was mich nervt. Ich meine, ich will nicht sagen, dass in Dalmatien nicht viele Touristen sind oder in Dubrovnik, da sind auch viele Touristen, aber ich finde nicht nur deutschlastig, also oder österreichlastig. Ich finde, in Dalmatien findet man auch schon viele englischsprachige Touristen zum Beispiel. Oder? Ja, du hast die Engländer, du hast die Italiener, weil es ja auch quasi um die Ecke ist. Ja, man hat auch Deutsch, um Gottes Willen, aber irgendwie hier ist es gefühlt so geballt, ich kann es gar nicht erklären. Also, es ist hier oben, finde ich, ein anderer Tourismus wie ja, unten in Dalmatien. Total. Hier ist so ein bisschen oben, mehr Schein als Sein eben, finde ich. Ja, das merkst du auch in den Touristen-Locations, da wirst du ja richtig. Wobei ich gar nicht verstehe, weil hier sind ja eigentlich auch viele Camper. Ja, aufgrund der Entfernung. Aber wo sind die Camper? Ja. In den Städten sind keine Camper. Das ja, sind die nur dürfen ja auch nicht reinfahren, weil ja alles so altbaumäßig ist. Ja, gut, aber die werden doch auch irgendwie. Ja, die sind halt eben außerhalb in den ganzen Camps und dann fahren sie mit ihrem. Naja, egal, es gibt halt diverse, sagen wir mal so, es gibt diverse Social-Media-Spots, die man eben so kennt. Und wir haben uns jetzt natürlich, da wir viel Social-Media machen, wie ihr ja wisst, über Jahre hinweg schon, gucken wir uns natürlich, oder ich bin jemand, der dann immer speziell auch mal sich diese Social-Media-Spots anguckt, so wie jetzt in Prag, das Café Chloe zum Beispiel, ne? Oder jetzt eben auch in Novigrad, die Schirme sind so ein bekannter Spot. Oder eben diese Felsenbar in Rovinj. Ja, und ich frage mich, wie viele Spots wollen wir uns noch anschauen, um uns jedes Mal wieder darüber aufzuregen, dass aber es. Aber die Schirme waren doch jetzt nicht so schlimm. Ja, das mit der Schirme war cool. Mit der Schirme. Wir haben immer schon so Fake-Bilder von den Schirmen in Split in der Mall. Im Mall of Split hängen nämlich auch so Schirme gemacht. Okay, das Café Chloé in Prag fand ich. War nicht schlecht, fand ich cool. Ja, das war halt ein bisschen. Das war halt auch mehr Schein als Sein. Also, es war halt alles schön, wirklich super schön gemacht, aber alles super billig gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, ich sage zwar immer, ich blende es hier ein, irgendwo im Video, aber muss ich, oder folgt uns auf Instagram, guckt da die letzten Reels und Stories, wie auch immer. Oder bei YouTube. Heute, wo wir da waren. Bei YouTube. Bei YouTube werden wir es auch sehen. Ja. In Rovinj. Im Café Valentino. Erstmal Respekt an den Besitzer, dass der das so durchzieht und auch also so seinen Erfolg hat. Also ich muss eins sagen, dieser Besitzer war super nett. War super nett. Der war sehr freundlich. Der Bub, der uns auch bedient hat, war super nett. Moment, man muss aber dazu sagen, dass hier in Istrien die Leute überhaupt nicht nett sind. Also ich muss halt sagen, ich mag die istrischen, oder wie nennt man das, Kroaten nicht. Also wir waren schon zweimal hier und mir ist schon sag, zweimal... Sag das nicht so laut, sonst holen sie dich. Mir ist schon zweimal aufgefallen, dass die hier oben einfach so ein bisschen snobbisch sind. Ja, die ist ein bisschen etipetete. Also so ein bisschen herablassend, arrogant und unfreundlich. Weil die Dalmatiner sind ja die Bauern. Und ich finde, aber die Dalmatiner sind halt so herzlich. Also ne, die sind halt wirklich so herzlich und freundlich. Ich meine natürlich, um Gottes Willen, dort gibt es auch unsympathische Leute, die nicht so nett sind.
Aber ich finde, vom Wesen her sind die einfach herzlicher. So, was ich sagen wollte, Respekt an den Besitzer. Der Besitzer, ich will jetzt mal ein Lob aussprechen, weil der Besitzer war wirklich hier eine 10 von, der war eine 15 von 10, weil der war super, super, super freundlich. Hätte mit einer Miene genervt oder sonst irgendwas. Und wir, ihr müsst euch vorstellen, wir stehen da an so einem Felsencafé, wo es so Ledersitzkissen gibt und Moe-Kissen. Es war nicht viel los, weil die haben um 18 Uhr erst aufgemacht, aber wir stehen da, bepackt mit einem Hundebuggy, mit einem Hund, wir drei, ja, also die Mega-Touris. Und ich habe noch gedacht, wenn der jetzt kommt, wie der uns anguckt oder ob er uns überhaupt reinlässt. Hab ich habe noch gedacht, der sagt, nee, mit Hund nicht. Und ich mit meinem stabilen Adilette, Alter. Auf alle Fälle, was ich endlich jetzt zu Ende bringen will, zu Ende sagen will, Respekt an den Besitzer, dass der das so durchzieht, auch seinen Erfolg hat. Ja. Der muss sich kaputt lachen. Hut der ab. Der denkt sich, der hat doch ein paar Sitzkissen hier gemacht, einen Sonnenschirm aufgespannt, noch nicht mal einen richtigen Sonnenschirm, sondern eher so einen Regenschirm, den du benutzen kannst, wenn du fragen willst, ob du einen Sonnenschutz bekommst. Und der nimmt einfach, der günstigste Drink war 8 Euro. Was war das? Hat deine Mama gesagt, ich weiß es nicht. Was war das für 8 Euro? Jana? Was war das für 8 Euro, das günstigste Getränk? Bier oder was? Gar nichts war 8 Euro. Hab ich vorhin gesagt, unter 8 Euro gibt's nichts. Ja, dann ist das günstigste 8 Euro. Dann war das günstigste 12 Euro. Ja. Wie dem auch sei. Also wie dem auch sei. Der nimmt sich einfach für so, ich hatte The Virgin Cuba. Seht ihr auch wahrscheinlich in dem kroatischen Blog, den wir hier hochladen. Ein Virgin Cuba, also ein Cuba Libre auf ohne Alkohol. Ein Haufen Eis. Da war ein Viertelchen Limette drin, viel brauner Zucker noch, dieser Rohrzucker und ein Schluck geküsst von der Cola. Und dafür nimmt dieser Business, das ist mein, wenn ich hier ein Wort aussprechen darf, dann ist es für mich der Businessmann des Jahres, weil der nimmt das Geld und denkt sich, die Idioten, hat er ja recht. Die Idioten, die hocken sich dahin, fühlen sich, deswegen sage ich, fühlen sich, ja, diese Oberflächlichkeiten, diese Scheinheiligkeiten, der lässt die sich dahin hocken, auf die ungemütlichste Art und Weise und nimmt sich das Geld. Bratte, alles richtig gemacht. Der lacht sogar der Bojo aus Kroatien. Also ich habe mir gedacht, warum haben wir die Idee nicht gehabt? Ganz ehrlich, die Felsen sind eh schon da. Brauchst du ja nur diese Kissen? Ja, wobei, ich bin ja dann noch mal hoch in die Bar. Ja. Die ist echt schön gemacht. Also auch die Tür zum WC war voll beledert. Wie so eine alte Ledercouch, wie man sie so mit diesen Waben, ne? Also alles vom Feinsten da oben, ne? Aber dennoch. Ja, aber der hat doch echt recht, weil der hat ja auch nicht, also der Kaffee, warm, heiß Getränke gab es ja auch nicht. Genau, das schenken also sie nicht aus. Also muss auch keine Maschine sauber machen abends. Ja. Essen gab es auch nicht, also muss auch da nichts machen. Das einfachste Businessmann. Der skaliert den Virgin Colada, der skaliert den Virgin Ipanema, was weiß ich nicht. Egal wie es ist, ich fand cool, dass wir mal da waren. Ich habe das schon super oft bei vielen Leuten gesehen und ich wollte es halt einfach auch mal live sehen. Aber klar, bei den meisten Bildern sieht man es im Dunkeln, die Leute sind da abends, deswegen die Bar macht ja auch erst um 18 Uhr auf. Wahrscheinlich zur Sonnenuntergangszeit ist da mega viel belebt. Aber. Ja, ich fand's okay. Aber wie spannen wir jetzt den Bogen zur Oberflächlichkeit? Weil so hast du das Ganze ja hier begonnen heute Abend oder jetzt hier im Podcast. Wie spannen wir dort den Bogen? Im Endeffekt ist es ja so, also mehr Schein als Sein heißt für mich einfach und das ist für mich eine Faustregel, die man sich merken kann. Also jetzt pauschalisiert. Ich will das jetzt nicht für alle meinen, aber es ist einfach so, die meisten Leute, meiner Meinung nach, die kein Geld haben, die kaufen sich Sachen, die außerhalb ihres Budgets liegen, um wer sein zu wollen. Und die Leute, die Geld haben, denen sieht man es meistens gar nicht an, weil die auf gut Deutsch gesagt zum Teil rumlaufen. Naja, gut, wie die Penner ist jetzt auch übertrieben. Aber oft meistens haben die Leute, die wirklich Geld haben, das Label nicht fett irgendwo stehen, sondern man sieht es eben gar nicht, weil es versteckt ist. Beziehungsweise sind die Leute, die Geld haben, viel normaler wie die, die keins haben. Und da komme ich jetzt nochmal zum Bodo Schäfer zurück. Ich mache ja gerade diesen Kurs von Bodo Schäfer. Egal, aber auf jeden Fall
Und da hat er auch gesagt, dass in Deutschland gibt es, wie viele Millionäre habe ich gesagt? 10%. Das wäre zu viel. Nee, eine Million. Ja, 1 Million Millionäre in Deutschland nachweislich, glaube ich, hat er gesagt. Egal, auf jeden Fall haben die eine Umfrage gemacht bei den Millionären. Und de facto war es so, dass 50% dieser Millionäre, oder ich glaube 47%, ich weiß es nicht, keine Uhr haben, die teurer ist als 250 Euro und keine Schuhe haben, die teurer sind als 150 Euro. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke an unseren Arbeitgeber, der ja auf der Forbes-Liste Platz 16 ist und seine Eigenmarke Zahnbürste benutzt und ganz unscheinbar ist, wir haben den ja noch nie gesehen, aber sage ich mal, von den Leuten, die ihn mal gesehen haben, die ihn beschrieben haben, also total unscheinbar ist, ist es ja auch wirklich richtig so. Ganz kurz, ich muss korrigieren, er hat sich von der Forbes rausnehmen lassen, der ist ja schon seit Jahren nicht mehr drauf. Was ich aber sagen will, also haben wir das Thema eigentlich, diese Blender, die sich selbst gönnen, mit Geld, was sie eigentlich nicht haben. Da sind wir wieder beim Spruch aus Fight Club. Wir kaufen uns Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu gefallen, die wir nicht leiden können. So ist es. Und das ist ja der springende Punkt. Wenn wir jetzt mal nur auf Marken zu sprechen kommen, auf Klamottenmarken. Normalerweise, wenn hier Fett Nike draufsteht, das ist jetzt nur ein Beispiel, nicht, dass wir hier, ne, in Bredouille kommen, oder Adidas oder Puma. Normalerweise müsstest du für diesen Print von denen Geld bekommen, weil du ja Marketingwerbung für die machst. Also ich, um Gottes Willen, ne? Also wir stehen auch auf Marken. Ich will jetzt sagen, also ich auf jeden Fall auf jeden Fall auf Branding. So. Ich stehe auch zum Teil auf Apple Watch. Ich stehe auch zum Teil auf richtig teure Marken. Ich kann es mir aber auch leisten, sonst würde ich es mir nicht kaufen. Aber der springende Punkt ist ja, du kaufst das ja nicht, dass du jetzt der Nachbarschaft gefällst oder irgendjemand in deinem Freundeskreis. Das ist der springende Punkt. Viele kaufen sich dann eine tolle Klamotten, die finanzieren sich Klamotten. Ja, ich sag mal so, die meisten wissen auch gar nicht, was ich alles wie viel habe, weil ich gar nicht der Typ bin, der das jetzt so... Ja, ich kaufe das ja für mich und nicht für andere. Ja, das ist... Und wir sehen ja gewöhnlich aus, obwohl viele Sachen, die wir haben, ja gar nicht gewöhnlich sind, was aber vielleicht auch nur Leute wissen, die sich ein bisschen auskennen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das, weil es uns gefällt und weil wir es uns leisten können, Punkt. Sonst hätten wir das nicht. Ja, aber was ich jetzt nochmal hier auf den Punkt bringen will... Das, was wir uns leisten, ist ja das eine. Du hast ja auch vorhin das von Tobias Beck gesagt gehabt, als wir unterwegs waren. Du musst dich für deinen Erfolg nicht rechtfertigen. Nee. Du musst dich für deinen Konsum, ne, wenn du dir was gönnen willst, gönnst es dir halt. Was ich aber halt nicht verstehe, ist, wenn man wirklich teure Marken holt, ne, kauft, besorgt T-Shirts für 200 Euro, 250 Euro, damit ich irgendjemanden da draußen gefallen, da habe ich den Schuss nicht mehr gehört. Da habe ich ihn komplett nicht gehört. Ja, da gehe ich doch voll dran vorbei. Klar, wir kennen das Markenklamotten als Teenager. Da musst du dabei sein. Die Baggies müssen von der Marke sein, die Schuhe von Nied. Jetzt aktuell gehen ja die Campus durch die Decke, die Adidas Campus-Schuhe. Letztes Jahr oder vor zwei, nee, noch länger her, da waren es die Jordan 1er, dann waren es die Dunk Low, die Pandas. Das ist ja jetzt gar nicht so, wo ich sage, das ist jetzt hier mega Branding und was weiß ich. Also was, von was ich rede. Ja, aber da fängt sie an. Da fängt es vielleicht an, aber ich rede ja von den Leuten, die dann wirklich ihr Bottega und wie das ganze Zeug da haben, anhaben. Ja, und dann bin ich bei dem Thema, dass sich Leute über Klarna und andere Finanzdienstleister so ein Kram halt eben finanzieren und sich verschulden für nichts und wieder nichts. Nochmal für Leute, also die sie eigentlich gar nicht leiden können. Was ich ziemlich krass finde, ist, und zwar im Endeffekt, wie gesagt, ne, jeder hat seinen Geschmack, ich stehe auch auf Marken, so ist es nicht. Weil mir manche Dinge einfach gefallen. Ich finde die einfach schön. Ich bin schon immer im Handel. Ich habe im Textileinzelhandel gelernt. Ne? Für mich, Qualität spielt eben auch eine Rolle. Aber im Endeffekt, was ich halt krass finde, ist, es ist ja de facto so, auch das war bei Bodo Schäfer in einem Seminar, und zwar prinzipiell, wenn ich mir jetzt eine Handtasche kaufe, dann hat diese Handtasche ja eigentlich den Zweck, dass ich einen Beutel habe, da Sachen rein tue und Dinge befördern kann, einfacher, wie wenn ich sie einzeln tragen würde. So. Also de facto, egal welche Handtasche, hat ja den gleichen Effekt wie zum Beispiel eine Tragetüte, die ich im Supermarkt bekomme. Das war nämlich das Beispiel, ich glaube, von Pascal Fay, aber ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt einen Louis Vuitton nehme, dann kann der so viel Geld für diese Handtasche verlangen, weil im Endeffekt, er verkauft ja nicht diese Handtasche. Es geht ja nicht um diese
Handtasche und um das Leder und die Qualität, sondern es geht um das Gefühl, um die Emotion, die er verkauft. Jemand, der diese Handtasche trägt und möchte, fühlt sich einfach besser Marketing. Und gut mit dieser Handtasche. Was ich aber die Krux daran finde, ist, und zwar, eben genauso ist es ja, sage ich mal, man sagt ja immer so die Neireiche, sagt man bei uns. Ne? Also meistens sind es ja die, die das so krass nach außen tragen müssen, weil die einfach zeigen wollen, dass sie sich leisten können. Was ich auch absolut okay finde. Das ist geschafft, Hen. Ey, ganz ehrlich, wenn jemand sich von unten nach oben gearbeitet hat, egal wie, ziehe ich meinen größten Hut. Und wenn er meint, er will sich das alles gönnen, soll er es machen. Ne? Also um Gottes Willen. Aber das ist ja auch nochmal ein anderer Perso-Typ Mensch, wie jemand, der, wie Dommer sagt, sich das Ganze liest oder finanziert oder weiß der Geier, klaut oder ich weiß nicht wie, ja. Also das ist ja nochmal was ganz anderes. Aber, was ich so krass finde, ist, dass die Leute so viel Geld ausgeben für Äußerlichkeiten. Also, wenn ich überlege, es gibt Leute, ne, die kaufen sich teure Schuhe, Socken, Unterhosen, BHs, Klamotten, Brille, Auto, Handtasche, dann wird noch Botox überall reingespritzt, Hyaluron gespritzt, irgendwelche Haarverlängerungen, irgendwelche Nägel und also zigtausend Euro, ne, werden da investiert, weil das Leute sind, die sich selber nicht schön finden, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Also ich verändere ja mein Äußeres nur, wenn ich mich selber nicht wohlfühle, sagen wir es mal so. Ne? Also das heißt, es sind Leute, denen fehlt es an Selbstbewusstsein, was super traurig ist, weil meistens sind es total hübsche Mädels, die das machen, die so bildhübsch sind und zum Teil sich einfach mit den Sachen verunstalten. Aber was ich krass finde ist, anstatt diese Tausende von Euro zu nehmen, und es müssten ja gar nicht mal so viele sein, und das in das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu stecken, also das heißt, klar, es gibt Coaches, die sind übertrieben teuer. Es gibt auch Einzelcoachings, die haben einfach ihren Preis, weil die Leute einfach sagen, ey, ich habe den Schlüssel für dich, wie du dich dein Leben lang gut fühlst. Und das hat einen Wert. Und es gibt auch, und die meisten Leute sind halt auch bereit, den Wert zu zahlen. Aber ich denke mir halt, man muss ja halt kein Einzelcoaching für 30.000 Euro oder so nehmen. Es gibt auch erschwinglichere Kurse und Veranstaltungen, die man besuchen kann, die wirklich für jedermann finanzierbar sind. Ja, aber jetzt denke ich mir, zum Beispiel jetzt Tobias Beck, wo wir waren ja auf der Veranstaltung von ihm, das Ticket hat 59 Euro gekostet. Ich glaube, das kann sich wirklich fast jeder leisten oder mal wünschen. Und letzten Endes hat er seinen Kurs zum Beispiel verkauft für Specialpreis von 450 Euro. Ich finde, das ist echt ein super erschwinglicher Preis, kann man machen. Und die Leute, anstatt dass die sowas machen, was denen was bringt oder keine Ahnung, vielleicht irgendwie Meditation, Reiki, Gesprächstherapie, keine Ahnung, wird lieber das Geld für so Sachen ausgegeben. Aber wie siehst du das? Das verstehe ich voll und ganz. Ja, aber zunächst einmal, nicht für jeden ist es, also der Weg dahin, sich zu reflektieren, etwas zu ändern, ist ja riesengroß und kann lang sein. Manche werden diesen Punkt nie erreichen. So, weil auch irgendwelche Glaubenssätze so abgespeichert sind, da kommt nichts dran. So, aber wie siehst du das jetzt? Das sehe ich auch schon seit längerem, den Trend Haartransplantation. Ja? Wie siehst du das? Ja, für viele ist es wahrscheinlich, die den Schritt wagen, schon sehr belastend, ja? Auch in frühen Jahren schon Haarausfall zu haben. Sei es hinten die Sinne, den Sedanplatte oder vorne die Geheimratsecken. Das finde ich was anderes. Weil es ist halt eben auch so ein Ding. Man könnte sagen, das ist oberflächlich, mach dir doch eine Glatze, wie auch immer. Oder auch Brustimplantate. Lauter so Sachen, wo du halt eben schon deinen Körper veränderst. Kann man auch vielleicht auf verschiedene Art und Weise sehen. Vielleicht gab es da eine Brustentnahme wegen Krankheit XYZ. Deswegen kamen ein paar Kissen rein, was weiß ich nicht. Das sehe ich für notwendig. Ja, um Gottes Willen, also wenn jemand schon sein Leben lang Komplexe hat und sich nicht wohlfühlt oder unwohl fühlt, egal ob jemand seine Brust verkleinern lässt, kann ich super verstehen, vor allem auch wegen Rücken oder vergrößert oder Haartransplantation, das kann ich schon nachvollziehen, das sehe ich jetzt. Ich sehe es ein bisschen als was anderes, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man das tut, ändert es das Problem nicht. Also ja, klar, wenn ich ein Problem damit habe, ich meine, ich verstehe das, um Gottes Willen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Glatze kriegen würde, oh Gott, toi, 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 das würde mir auch nicht gefallen, da würde ich auch was machen wollen, definitiv, ne? Um Gottes Willen. Aber
Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, ich lass mir mal hier ein bisschen Fett absaugen, da ein bisschen Fett absaugen oder keine Ahnung wie. Aber das Ding ist, es ändert nicht das Problem, du wirst dein Selbstwertgefühl nicht ändern, weil du jetzt irgendwo, ne? Das ist ja der springende Punkt, für wen willst du es ändern? Ja. Für jemand Außenstehendes, ja, den du gefallen willst, oder willst du es für dich ändern? Ja. Weil du beispielsweise durch eine Reiterhose oder sowas wirklich gesundheitliche Einschränkungen hast. Ne? Das ist halt ein Riesenunterschied, auch Thema Fettabsaugung, ganz klar. Deswegen ist halt eben wieder das Thema Mindset-Arbeit wichtig, dass man früh damit anfängt, dass junge, heranwachsende Menschen an sich glauben und sich nicht halt eben totreden lassen, wie scheiße sie doch sind angeblich. Also prinzipiell ist es sowieso jedem seine eigene Sache, für was er sein Geld ausgibt. Ich will das auch gar nicht verurteilen oder sonst was. Ich will einfach nur damit sagen, dass ein Mensch nicht besser ist, weil er teurere Klamotten oder günstigere Klamotten anhat, weil er fett ist oder weil er dünn ist, weil er groß oder klein ist. Es kommt immer drauf an, was hat ein Mensch im Kopf und was hat ein Mensch im Herz. Und ich gucke halt jedem nur vor den Kopf, und man sollte nicht durch die Optik urteilen über das Bankkonto von der Person, schon gar nicht, aber auch nicht darüber urteilen, sage ich mal, was derjenige, wie intelligent derjenige ist oder, ne? Ja, das ist ja auch so eines meiner Lieblingsthemen. Du wirst ja ständig geframed, du wirst irgendwo reingepackt, du wirst angeschaut, das macht man auch wahrscheinlich unterbewusst, du siehst Personen auf der Bildfläche irgendwo bei dir vorbeilaufen, du musst dich schon bewerten, objektiv oder subjektiv, ist eben selbst überlassen, wie schnell man da halt eben Leute abwertet oder aufwertet. Aber ich finde, der springende Punkt ist halt eben wirklich daran zu arbeiten, dass man selbst fit durchs Leben geht. Ne? Also körperlich, nicht nur so körperlich, sondern geistlich. Ne? Definitiv. Also ich meine, das beste Beispiel ist ja, sage ich mal, BMW. Ich nenne das Kind mal bei Namen. Also von meiner besten Freundin quasi, der Vater, der hat ein Restaurant gehabt oder hat ein Restaurant und ist eben in seiner Arbeitskleidung, sage ich mal, dorthin mit seinem Geld bar einstecken und wollte ein Auto kaufen. Und da er in dem Moment der Verkäufer, der da war, hat ihn nicht gekannt. Also der ist schon ortsbekannt. Und er wollte gerade gehen, hat sich gedacht, ne, also hier lasse ich doch mein Geld nicht. Und dann kam ein anderer rein, der ihn gekannt hat. Nee, weil er nicht bedient wurde von demjenigen, weil er gedacht hat, so wie der aussieht, brauchst du ihn nicht zu bedienen. Ja. Und dann kam aber ein anderer, der ihn gekannt hat, was, oh Gott, komm doch mit rein und keine Ahnung. Und er hat ein Auto gekauft und wie gesagt auch bar bezahlt. Deswegen, er war halt mit einem ganz normalen weißen T-Shirt, mit einer Jeans da, wie er halt arbeitet, ne? Also, und ich muss selber sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass ich dahin bin, weil ich einen Platten hatte. Ich war auf dem Weg zur Massage und in die Massage bin ich mit Jeans, einem T-Shirt und mit Badelatschen. Ist einfach so, ja. Und ich hatte einen Platten und brauchte aber den Wagen dringend, weil ich am nächsten Tag wieder 500 Kilometer zu meinem Job musste. Und man hat mich wirklich auch super herablassend behandelt, ne? Und ich habe mir das natürlich nicht gefallen lassen, weil ich brauchte das Auto beruflich und habe gesagt, Leute, hört mal zu, alles schön und gut, ich brauche morgen das Auto. Wenn nicht, brauche ich einen Leihwagen. Wenn ihr mir keinen stellen könnt, muss ich jetzt die Zentrale anrufen und muss gucken, dass ich einen bekomme. Weil das hier geht gerade gar nicht und ich habe auch hier keine 100 Stunden Zeit. Ich habe nur den einen freien Tag, ich habe jetzt einen Termin und ich erwarte, dass das jetzt halt gemacht wird. Naja, auf jeden Fall haben sie dann halt natürlich erstmal blöd geguckt. Ich habe das dann auch geklärt mit der Zentrale. Ich habe da kurz einen Prozess gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann einen Leihwagen bekommen. Und als ich dann hinkam, kam ich von der Arbeit, um mein Auto abzuholen und war natürlich dann im Business-Dress-Code. Und ihr könnt euch halt vorstellen, wie scheiße freundlich die waren. Vor allem, dann wussten sie auch, was für eine Position, sage ich mal, ich habe anhand des Autos, was ich gefahren bin, und waren dann mega freundlich und wollen sie einen Kaffee und wollen sie dies, wo ich mir dann denke, euren Kaffee könnt ihr euch sonst wohin schieben, weil Kunde ist Kunde, ich bin schon durch und durch Vertriebler und Kunde ist Kunde, man behandelt jeden Kunden gleich, das ist schon mal die erste aller Faustregeln, weil, wie gesagt, ich gucke niemand aufs Bankkonto. Gell? Ja, das sieht man halt eben auch wieder, dass zwar viele im Verkauf sind, aber keine guten Verkäufer sind. Nee. Da geht es auch nicht darum, dass du jetzt die Skistöcke irgendwo in der Wüste verkaufst, ne, top Umsatz machst und was weiß ich nicht. Einfach, das fängt ja schon zwischenmenschlich an. Sagst du Hallo zum Kunden, wie gehst du mit dem Kunden um, wie es zuvorkommt, Nachfragen, dies, das, läufst du auch mal ein paar Meter mehr, wenn der Kunde was will und. Aber das ist halt eben, das ist einfach mein Ding. Ich sage einfach, 95% sind gar nicht auf dem Level. Die wollen das gar nicht, die gehen ihren Job nach, weil sie das Geld brauchen.
also sonst irgendwas damit finanzieren, wie auch immer, und sich dementsprechend halt eben auch dem Klientel gegenüber dementsprechend verhalten. Ja, die sehen dich, du warst mit Schlappe dort, du warst mit einem Schlafanzug, mit Jogginghose, was weiß ich, ne? Yes. Also ich sag mal, so ein Schlapper-Look warst du dort, da haben sie dich sofort irgendwo in eine Kiste reingesteckt. So, dann kommst du mit einem Blazer, dann kommst du mit einer Aktentasche, was auch immer, und dann wissen sie, ah, da kommt jetzt die Chefin. Ne? Also die sind halt, das sind halt richtig blöde Leute, muss man sagen. Ne? Ja, vor allem, ich sag mal so, ich bin ja jemand, der sich für Absicht gern so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, für Absicht gern ein bisschen... T-Shirt und Jeans. Genau, also für Absicht einfach ein bisschen normaler rumläuft und so, oder keine Ahnung, um einfach, ich möchte wissen, wer vor mir steht. Und ich will nicht, dass mich jemand anders behandelt, nur weil ich jetzt, wie gesagt, Business-Dresscode anhab, weil ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Pin an meiner Schulter habe. Deswegen trage ich auch generell keine Pins. Ich will, dass der Mensch sich mit mir unterhält, wie er sich mit mir unterhält. Und wenn ein Mensch zu mir scheiße ist, dann braucht er morgen... Ja, auch wenn jemand... Was habe ich gesagt? Wenn jemand gestern scheiße zu mir war, dann braucht er morgen auch nicht zu mir nett zu sein, nur weil er dann weiß, was für einen Rang ich habe oder was ich mir erarbeitet habe. Finde ich einfach daneben. Also, und das Ding ist, ich glaube, ich habe selbst damit so ein Problem, weil ich das mein Leben lang schon mitmache, weil es ist einfach so, man kann das ja auf alles beziehen. Ne? Also ich meine, ich sehe ja halt nicht deutsch aus, auch wenn ich hier geboren bin. Und in dem Dunstkreis, sage ich mal, von unserer Stadt, meine Großeltern hatten halt einen Getränke- und Heizölhandel, mein Vater ist super bekannt, meine Mutter auch. Und da war ich halt immer die Enkelin von oder die Tochter von. Aber sobald ich quasi das Feld verlassen habe, wo halt einfach Leute waren, die mich nicht kannten, war ich einfach der Ausländer. So plump, wie es ist. Und das Ding ist, auch wenn mich in der Stadt ein paar Leute noch nicht erkannt haben oder heute erkennen die mich manchmal halt auch nicht. Und da merkt man halt, wie behandeln dich die Leute. Ne? Weil ich meine, ich bin ich. Ich bin so ich, wie ich bin. Und ich bin eben halb chinesisch und fertig aus. Ne? Aber es ist doch, weil die Leute reden manchmal auch darüber, ich habe nichts gegen Ausländer und so, ne, und ziehen voll ab. Und ich denke mir, ja, aber ich bin halt nicht nur deutsch. Ne? Ich meine, das ist auch sowas, oder? Ja, also... Ich denke, wir machen mal wirklich so als Diaspora-Kroate in Deutschland oder du hier als halbe Kartoffel und ein halbe Chines Malayu, dann machen wir mal einen separaten Podcast raus. Ja, aber ich meine, das ist doch selber, oder nicht? Ja, natürlich, du wirst der Auto. Ja, und wie sie früher dann geredet haben, meine Mutter hat ja auch einwandfrei Deutsch verstanden. Nicht jeden Dialekt, aber ne? Und dann wird extra dumm gesprochen, verstehen Sie mich, ne, so auf die Art und Weise. Aber das Ding ist zum Beispiel, deine Mutter ist ja auch wirklich das beste Beispiel. Weil deine Mutter hat einfach eure alten Kleider getragen, also von euch Kindern, die Kleider, aber meine Mutter macht das übrigens auch, die Kleider, die, wo wir rausgewachsen sind als Kinder, hat sie angehabt, ne? Die hat ja deine alte Adidas-Jacke zum Beispiel immer angehabt. Ja, da war ich, keine Ahnung, 14, 15 oder so. Ja, also das hat die angehabt, die hat auch, sag ich mal... Das ist halt aber auch so eine Generation, die sind ja mit nichts daher. Ja, ne? Gut, die hat auch zum Beispiel vom asiatischen, wenn man beim Imbiss was geholt hat, ne, diese Styroporform hat die aufgehoben, für Blumen drin zu pflanzen. Die hat ja, sich ja im Tum irgendwelche... Ja, aber das ist halt eben... Aber, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, auf was ich hinaus will, ist einfach, die Frau hat einfach drei abbezahlte Häuser. Die hat einfach zwei Häuser in Kroatien, eins am Meer, eins in der Stadt und einfach mitten in Speyer in der Altstadt ein Haus mit vier Wohnungen abbezahlt. Punkt. Ja, also von daher, das hat man der Frau ja auch nicht angesehen. Da würden andere, die haben das in ihrem Leben noch nicht erreicht. War ja der dumme Ausländer. Ja. So. Das war halt schon immer so das Ding, warum hat der so ein Auto, der ist doch kriminell, das kann doch gar nicht anders vonstatten gehen. Ja, da wäre ich ja automatisch irgendwo reingepackt. Aber die Extrameile wollten halt eben diese ganzen Dummschwätze halt eben auch nicht laufen. Ne? Gut, ja. Ich meine, jeder Erfolg ist auch auf irgendwas gebaut. Ne? So ist es. Es ist auch nicht immer einfach gewesen. Ja, das hat uns ja auch alles so ein bisschen geformt, über was für eine Person wir heutzutage sind. Aber Thema Oberflächlichkeiten, dieses Framing, was betrieben wird,
die Leute, die wollen sich doch nur noch ablenken. Die gucken doch irgendwelche Topmodel-Shows, irgendwelche Gesangsshows, was weiß ich. Die tun sich doch so viel berieseln, dass die doch gar nicht damit zurechtkommen, mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja. Ja, da mal wieder wirklich reinzuhorchen. Und ich denke mal, würden viel weniger Oberflächlichkeiten existieren, hätten wir viel weniger Probleme. Ja, ja, ich denke einfach, die Leute wollen einfach wo dazugehören. Der Mensch ist ein Rudeltier und er will irgendwo dazugehören, da wird ein Schnitt genommen, okay, alle tragen jetzt, was weiß ich, Camp David, also brauche ich auch Camp David, obwohl es mir gar nicht gefällt. Und das ist halt schon was ich schon nie leiden konnte. Ich ziehe die Dinge an, die mir gefallen und nicht das, was irgendjemand will, wenn das schon die breite Masse macht. Wenn das die breite Masse mag, dann mag ich das schon gar nicht mehr, dann turnt mich das sogar eher ab. Aber ich meine, auch das ist vielleicht verrückt, aber Fakt ist doch einfach, es geht darum, was jemand im Kopf hat und was jemand im Herz hat und der Rest ist einfach scheißegal. Und ich war mein Leben lang einfach schon immer so, dass ich jeden Mensch gleich behandelt habe, weil es mir wirklich drauf ankommt, was steckt in dem Mensch, was kann der Mensch mir mitgeben, was für Gespräche führt man, das ist doch viel wichtiger wie irgendwelche Oberflächlichkeiten. Ja, da habe ich mir aber vorhin auch gedacht, Thema oberflächlich, ne, wenn ich dann jetzt auch so durch Rovinj gelaufen bin und was weiß ich, ne, wir dann halt eben auch, wir waren ja in diesen Hotspots jetzt drin, ne, ja. wo die Leute dann mit Champagner, dies, das, klimpern, keine Ahnung, ja. Ob ich dann nicht genauso oberflächlich bin und dann die Leute genauso irgendwo geframed habe. Aber de facto ist es so, wenn du da hockst mit deiner weißen Hose, mit deinen Loafers, ja, mit deinem hochgestellten Polokragen, dann weiß ich, was ich zu denken habe. Und wenn dann noch so ein BWL-Justus vorbeiläuft, ja, bei 25... Wir sind selber BWL-Justusse, muss ja. man dazu sagen. Also, ne, wir haben selbst studiert. BWL studiert. So, dann läuft so ein BWL-Justus mit seinem es kann ja nur Ralph Lauren sein, Ralph Lauren. Hochgestellter Kragen, aber es ist jetzt schon wieder out, hochgestellter Kragen. Das ist timeless. Oder was? Und dann mit einem scheiß Cardigan noch. Ja, nee, warte, so Pulli, gell? So ja, mit Cardigan um die Schultern geschnallt. Ja. Ich denke mir, Bratter, Alter, du kannst doch so zur Vorlesung oder zu deinem Alumni treffen. Oder noch so eine Brille so im Haar, ne? So eine, ja, so eine die Brille. Sind zurückgegeben. Ja, okay, das, die machen ja ihr eigenes Framing, ja, die wollen ja da selber reinpassen. Dann denke ich mir, okay, es ist jetzt halt eben, wie es ist. Ne? Die haben uns wahrscheinlich angeschaut. Nicht wahrscheinlich, die haben uns angeschaut. Adilette, großer Junge, Buggy und Hund gucken sich jetzt da in so eine Location rein. Ne? Das war ja wie die Familie Flodders. Wahrscheinlich haben sie so wie alle sich gefragt, was so ein Corgi kostet. Weil die meisten sagen ja, oh, der ist aber ein Rassehund. Ja, das haben sie dann bestimmt wahrscheinlich gegoogelt. Gezüchteter Hund. Haben sie gegoogelt. Ja, aber nicht die polnischen Kugeln, ne? Die sind ja meistens illegal gezüchtet. Muss schon vom Züchter gucken. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, hört auf mit diesen Oberflächlichkeiten, guckt rein, redet mit einem Menschen, ihr guckt eben nur vor die Stirn und guckt einfach, was für Menschen das sind und benehmt euch dementsprechend. Es ist einfach so. Und ja, im Endeffekt, ich finde, es zieht sich halt durch alles durch. Wenn ich mal so überlege, vor ein paar Jahren, also vor schon langen Jahren, hatten wir mal Klassentreffen und dann, ne, dann auch so, ach krass, was für ein Auto und bla und ne? Wo ich mir dann denke, ganz ehrlich, das ist wirklich alles Bullshit, weil letzten Endes, man hört sich manchmal so viel Scheiße an. Oh, fahren wir schon wieder in Urlaub? Oh, guck mal, was die für ein Auto fahren und keine Ahnung, ne? Aber das Ding einfach ist, de facto, wer mich kennt, weiß es. Und wer Dommer kennt, weiß es auch. Unsere Lebenslauf hat auf der Hauptschule begonnen. So wie der Lebenslauf von zig Millionen Menschen auch. Hauptschule. Ja, ist einfach so. Aber wir haben einfach entschieden, einen anderen Weg zu gehen, wie vielleicht andere, also nicht wie, viele Menschen haben sich entschieden, den gleichen Weg zu gehen wie wir. Aber wir haben einfach entschieden, dass wir mehr rausholen wollen, aber es hat uns natürlich auch einiges gekostet. Also ich meine, die Leute sehen immer nur, was hast du an, was hast du für ein Auto, wie oft fährst du in Urlaub, was gibst du für Geld aus, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die will einfach keiner sehen. Keiner will sehen, dass du 17 Stunden arbeitest, dass du eben nur 36 Tage frei hast, keinen freien Tag vielleicht, auch nachts angerufen wirst. Das sind Dinge, das wollen die Leute nicht sehen. Die wollen, die hören, die sehen nur das, was sie sehen wollen. Und dem neiden sie. Und das ist schon mal ganz schlecht, weil wenn du bereit bist, in deinem Leben was aus dir zu machen und viel zu leisten und einfach Gas gibst, kann das jeder.
wirklich anstandslos, ausnahmelos, jeder. Da gibt es keine Ausrede. Amen. Amen. Praise the Lord. Ja, ich nehme mal einfach mal so eine Runde reflektieren, wie es bei einem selbst aussieht. Man, natürlich, jemand, der das jetzt zum ersten Mal sieht und sie jetzt sprechen sieht, keine Ahnung, vielleicht puttet er uns auch in den Frame rein und denkt sich, ja, was für ein Scheiß labern eigentlich, ne? Guckst du dir an, die zwei. Wie sie an der karierte Tischdecke sitzen mit ihren Penner-T-Shirts, ja, und die Haare so und komisch zusammen. Und warum schwitzen die in so eine Funkstrecke rein? Das macht doch jeder jetzt aktuell, so eine Funkstrecke. Ist auch egal, ja, also. Seid anders, macht den Unterschied, bewertet die Leute nicht nach Äußerem und nach irgendwelchen materiellen Dingen, sondern sprecht mit den Leuten. Und sucht euch eure Leute aus. Ja, die, sucht euch euren Clan, euren Rudel. Ja, das ist immer euer Wolfpack, genau. Das euch weiter, im besten Fall weiterbringt, wo ihr einfach Gespräche führt, die euch was bringen, wo ihr Probleme lösen könnt, wo ihr vielleicht auch Leute habt, wo ihr aufschauen könnt, die dort sind, wo ihr noch nicht seid, aber auf jeden Fall Leute, die euch weiterbringen. Genau, also in diesem Sinne, bleibt mir Peace gesund out. Oder uns gesund und stabil. Liken, abonnieren, kommentieren, teilt das Ganze. Vor allem nochmal, ich kann es immer wieder sagen, rein in die Comments, schreibt ein schönes Kommentar, was wollt ihr sehen. Oder vielleicht machen wir mal eine Community-Abstimmung, was für Themen wir noch so parat haben. Genau. Grüße aus Kroatien. Ciao.